Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Hey, eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow! Kapitel 7, der Pfad vor uns. Und ja, es liegt ganz eindeutig Liebe in der Luft. Verschlossen. Ich mach das. Offen. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Die Was? Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Na, so. Wir finden eine Lösung. Die Strömung wird schwächer, aber es rackt. Melly, übernimmst du? Geh weiter, Hugo. Ja. Es funktioniert. Klasse. Jetzt müssen wir nur noch rüber. Melly, ich brauche deine Hilfe. Ja. Halt. Ja. Du gehst jetzt rüber. Hugo, kümmerst du dich darum? Na gut. Und jetzt kann... Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Ich komme. Tschup. Super. Na bitte, siehst du ein Kinderspiel? Erledigt. Ja, die Mühle besiegt. Wenn es die Inquisition ist, ja, die Mühle besiegt. Ja, mal vorbei. Wir können hier durch. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, komm mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Aquädukt. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht dem Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Sie macht nur Spaß, Hugo. Ja, Amicia. Hugo, was ist denn? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch.
Sieh uns an! Wir haben alles verloren! Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Siehst du was? Nein, nichts. Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Mist! Runter! Er trägt einen Helm. Devorantis. Was? Devorantis. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig. Gut. Devorantis. Los, ziel auf den Helm. Zwingt Gegner, die damit getroffen werden, ihren Helm abzusetzen. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los. Danach muss man noch einen Stein nehmen. Das geschieht ihm recht. Da kichert sie. Ja. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Familie kommt, wenn ich die erwische. Weißt du, wo die Schleifsteine sind? In einer der Kisten. Aber der Herr... Was zum... Moment. Was ist das? Ja. Warum steht er nicht auf? Ich sag's doch, ich kriege kurz und schmerzlos gefällt. Wenn zwei von denen unterwegs sind, sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen ganz schön viel Kampf, was? Wo ist das Château d'Ombrage? Hier entlang, folgt mir. Allerdings finde ich, dass der Action-Touch dem Spiel schon gut tut. Nur die Ruhe. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hör zu. Okay. Anisia, du hast die Schleuder. Ja. Du gehst zuerst. Okay. Nico, halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Können wir hier hinten lang? Im Rheinfall im Lager von Plantagenet. Durchkämmt das Gebiet, findet Hugo de Roux und tötet die anderen. Sofort! Sie suchen immer noch nach mir. Oh. Okay. Da steht einer, ja. Genau. Kommt einer zurück. Das ist ja kacke gerade. Alter, bleib im Gras, Mann, und du geh weg. Danke. Ja, die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. Wenn wir nicht den Ärger im Lager der Engländer gehabt hätten, hätten wir sie längst geschnappt. Nikolas wird außer sich sein. Dafür wird jemand büßen müssen. Und Vitalis? Man könnte meinen, der Hauptmann der Wache ist bedrohlich, aber der Alte? Wenn der enttäuscht ist, verbrennt er Leute bei lebendigem Leib, nur um sich abzulenken. Du Knirps, musst ja was ganz Besonderes sein, wenn sie so ein Theater um dich veranstalten. Was war das für ein Geräusch? Wie weit läuft er denn nach hinten? Und warum starrt er hinten die Wand an? Sind was da? Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang.
da nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Na los, weiter. Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig. Da ist Lukas. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Bastion der Inquisition. Unglaublich. Hey, Lukas. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Können wir kurz weiter vielleicht, Jungs? Zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Echt mal? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, geht so, von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifa weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten Luminosa in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Wirf's auf die Ratten. Bravo! Luminosa. Das brennt in den Augen. Was? Das hat Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Diese Karren werden uns noch nützlich sein, aber ich habe doch jetzt gar nichts. Hey. Ach so, das ist sie. Ich dachte, hier steht eine Wache. Das Aquädukt, wir sind fast da. Na endlich, jetzt werden wir mehr erfahren. Ich helfe dir hoch. Ja. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh. Ach, jetzt stürzt sich auf einmal. Aquädukt. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Hallo? Gesehen. Na los, hoch. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas. Es regnet. Sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Ja, geht auch. Wer geht zuerst? Ich. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Betritt das Aquädukt. Oh, wow! Ja, wow. Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Ponton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gut gemacht. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Da kannst du mir zur Hand gehen? Ja. Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? Zieh doch einfach mal das Ding jetzt ran. Das funktioniert nicht von selbst. Setz mit Hugo über. Ja. Wir kommen dann nach. Ja. Meinst du wirklich? Ziehen euch dann. Ja, es los, komm. Es ist ohnehin nur Platz für zwei. Mhm. Ey, festhalten ist wohl nicht, du Wurst. Mann. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele... Ge-
Geschöpfe leben. Den muss ziemlich kalt sein. Mein Vater hat viele Geschöpfe leben? Bei Torf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Ja, bitte. Na, mach mal. Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Geht das jetzt gut? Ich sehe gar keine Fische. Na, bleib im Wasser, im Boot. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Na genau. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Melly, hör zu. Ich wollte dich nicht anlügen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt, abgemacht. Na gut. Ladies, Aptos? So, die Tür ist verschlossen. Melly, ich brauche deine Hilfe. Ist offen. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Hey. Das muss ich mir näher ansehen. Was ist so ein Ding? Diese Grube. Was denn, Lukas? Das ist doch mobil hier. Na los, mach mal. Huch. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie die Feuerbecken. Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal langsam. Machst du das Schloss auf oder nicht? Melly, kannst du sie öffnen? Ja, Melly. Nein. Was? Vielleicht auf der anderen Seite. Okay. Tatsächlich. Na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Kommst du? Kommt nicht, oder was? Kletter hoch, ich helfe dir. Also schön. Runter. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Ja. Los. Und los. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs? Oh, komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau! Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Erreiche das Chateau. Blitz. Der Blitz. Sie haben Angst vor Blitzen. Und los. Lass es uns versuchen. Los, lauf!
Das ist doch verrückt. Ja. Nie wieder. Unglaublich. Hier haben mal Leute gebaut. Und los. So weit oben. Jetzt. Keine Sorge, Udo. Das ist so weit weg. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen. Nicht, noch nicht, noch nicht. Und los. Los, wir werden es schaffen. Scheiße, scheiße. Ey. Ich werde dir helfen. Na gut. Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Wirklich? Geschafft. Wir sind geschafft? Da. Seht euch das an. Chateau d'Ombrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los. Oh. Ha, unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Verschlossen. Kriegst du es auf, Millie? Kannst du das übernehmen? Na schön. Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Geh bitte aus dem Weg. Danke. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Warum mache ich es denn immer an, wenn du das auch kannst, Mensch? Bist du soweit, Melly? Melly? Also los. Die Belagerung des Chateau d'Ombrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Let's go. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Und ja, dann? Das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Danke. Dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Und los. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Und wo bist denn du bei mir? Hey, seht mal. Ja. Oh. Muss jetzt durch oder muss ich so reinigen? Let's go. So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Melly, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Und los. Denkst du, du kriegst das hin? Verstanden. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Ist hier eine Blockade? Ach nee, es geht nicht weiter schlichtweg. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. An den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Wo kann ich hochklettern? Hier. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit. Wo kann ich denn hin? Hochklettern? Ah. So werden wir es nie schaffen. Doch. Gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. So werden wir es nie schaffen? Gut, wir müssen alles säubern? Verstehe ich nicht. Die Dialoge waren bisher wirklich fetzig und on point, aber das war wohl jetzt ein Übersetzungsfehler, kann das sein? So, und jetzt? Jetzt du. Wo bist du? Da, jetzt. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Ja, hilf mir hier mal hoch. Ich wäre soweit. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Man weiß ja nie. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Melly die Verstohlene. Das Chateau d'Ombrage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter. Tja, dann haben wir es bald.
diesen edlen Worten machten sie sich daran, zurückzuerlangen, was rechtmäßig ihnen gehörte. Ein Heim. Hör auf damit! Komm schon, hier gibt's sicher irgendwo auch ein schönes Gewölbe für dich. Amicia, so einfach ist das nicht. Du kennst mich doch gar nicht. Na gut, ich verstehe. Na los, zurück mit euch, ihr Mistviecher! Weicht zurück vor Amicia der Amazone und Melly der Furie! Was? Melly die Furie? Ich hab doch gesagt, du kennst mich nicht. Geschafft! Wir haben sie zurückgedrängt. Die Burg hat uns das Leben gerettet. Ja, Laurentius hatte recht. Könnten wir unseren Sieg, wenn es euch nichts ausmacht, vielleicht im Trockenen feiern, ja? Natürlich, auf zum Turm! Ja, kommt zum Feuer, wärmt euch auf! Es ist riesig! Morgen können wir es erkunden. Das ist jetzt unser Zuhause.